Dieses Duell, das gab es in der laufenden Saison erst einmal beim letzten Bundesligaspiel in Grenzau, als der Schwede 21-16 und 22-20 gewinnen konnte. Ein 0-2, das gab es diesmal für Fetzner auf jeden Fall nicht. Er verlor zwar knapp den ersten Durchgang, aber im zweiten, da beherrschte er den amtierenden schwedischen Einzelmeister. Ganz klar 21-10 für Fetzner, jetzt der dritte. Es spitzte sich zu. Schauen Sie unten auf den Spielstand. 20 beide. Zwei Fragen gab es. Würde Fetzner wenigstens noch ein Unentschieden retten können für sein Team oder würde Håkansson den letzten Punkt machen zu einem enorm wichtigen Auswärtssieg im ersten Meisterschaftsfinale 2000 in Grenzau? Jetzt hat er Vorteile, der 24-jährige Fredrik Håkansson. Dieses Spiel war nichts für Leute mit Herzbeschwerden. Fetzner dreht den Spieß jetzt erst einmal um. Jetzt hat er den Matchball. Ja, wenn der Rückschlag natürlich so hoch zurückkommt von Steffen Fetzner, dann nutzt Håkansson seine Chance. Die Kollegen sehen's mit Freude. Håkansson mit Ochsenhausen verlassen zum Saisonende, geht nach Stockholm. Aber den deutschen Mannschaftsmeistertitel 2000, den würde er schon gern mitnehmen in seine Heimat. Ja, da wird auch der ganze Druck spürbar, der da auf Fetzner lastet. Er muss es richten. Nur er kann jetzt noch das Unentschieden herstellen für Grenzau, für Andrzej Grobar und sein Team. Wieder hat Speedy Matchball. Ein Marathon-Match zwischen Fetzner und einem Spieler aus Ochsenhausen, das gab es schon mal. Und zwar gegen den Herren hier rechts, gegen Smirnov. Das ging damals 35-33 aus für Smirnov. So weit sind wir noch nicht. 23 beide. Håkansson ballt die Faust. Es war ja lange unklar, ob er das Einzel bestreiten würde oder Smirnov. Leo Armisic, der Trainer, traf eine Bauchentscheidung, wie er sagte, brachte den Schweden im Einzel und Smirnov im Doppel. Fortsetzung des Krimis, 24 beide. Half da noch Trommelwirbel, half da noch das Händeklatschen der Kollegen. Eigentlich konnten sich beide nur noch selbst helfen. Aufschlag jetzt wieder bei Speedy Fetzner. Mavenge zeigt, wie es geht. Håkansson hat es zumindest einmal befolgt. Er führt jetzt, hat wieder Matchball. Håkansson schafft es. Ja, Speedy Fetzner, was hat er da alles für Chancen vergeben? Drei Matchbälle nicht genutzt. Und so kommt Ochsenhausen also doch noch zum 6:4. Jubel, Trubel, Heiterkeit bei den Schwaben. Ihnen reicht jetzt zum zweiten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Beim Rückspiel am nächsten Donnerstag sogar ein 4:6. Die Stimme der Trainer.
ein spannendes erstes Finale. Ich glaube, das Ergebnis so 6-4 ein Ergebnis ist, wo man im Prinzip im zweiten Match volle Pulle spielen muss, weil wenn das zu hoch wäre, wäre vielleicht noch schwieriger zu spielen mental, meine ich, zu Hause. Und wenn das nicht wirklich gut geht, dann das Publikum kann es auch irgendwie entgegenrichten, in eine, sagen wir, stumme Verhalten. Das kann noch mehr Schwierigkeiten für Spiele bringen. Ich habe erwartet, dass Pat Kolbe gegen Krianga gewinnt. Der ist ein klasse Mann natürlich, aber wenn man denkt über Sieg, dann muss man damit rechnen, dass Mavenga seit Ewigkeit gegen uns beide Punkte macht. Wenn Pet hat gegen Kranga verloren, danach war es schon schwer. Chen Sibin hat die Situation nochmal gerettet. Und ja, Speedy gegen Hakansson, das Spiel musste man gewinnen. Man merkte Andrzej Gruber an, dieses 4:6 gegen Ochsenhausen, das hat ihn mächtig gewurmt. Das sind die letzten Zahlen. Boschik gewann gegen Franz, holte den vierten Punkt für Grenzau, aber dann machte Håkansson alles klar gegen Fetzner. Der Rest in Sachen erstes Tischtennisfinale, der kommt gleich mit Herbert Steffel.